Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, ich habe das Video gerade schon mal abgedreht. Aber allerdings habe ich die Adressen in die Kamera gehalten. Was etwas sehr doof war. Aber gut, dann machen wir es halt nochmal. Also, ihr habt gelesen, ich dürfte eine neue Kooperation mit Globalent machen. Was mich unglaublich freut. Ich kann das einfach nicht beschreiben. Ich kann das einfach absolut nicht beschreiben. Das ist eine. Auch wenn ich das jedes Mal sage, aber das ist so unglaublich Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Wenn ich überlege, letztes Jahr waren es schon 5 oder 6 Kooperationen, was ich machen dürfte. Und jetzt ist es, glaube ich, auch schon die dritte hintereinander. Also, wow. Einfach nur wow. Und ich bin so froh, dass ich immer darf, ne? Also es ist nicht so, dass ich frage, sondern ich werde gefragt. Nur mal so. Ja, es kam auf jeden Fall an. Ich habe vorhin die Sendungsverfolgung nochmal nachgeguckt, weil am Samstag kam meine Bestellung an und die wurde quasi zeitgleich mit der Kooperation verschickt. Und habe ich jetzt eben nachgeguckt und es kam schon vor 2 Stunden an. 3 Stunden schon fast. Und ja, es. Also es kommt. So an, in der Umverpackung, ne, in dem Luftpolsterumschlag, kommt so an, eben als Schutz, dass keine Stempel geknickt werden, keine Standschablonen geknickt werden. Und ja, das wäre nämlich sehr ärgerlich. Und wie immer werde ich alles, was ich mir rausgesucht habe, in der Infobox verlinken und den Shop natürlich auch. Und den Rabattcode, der Natat10 ist. Bzzz. So. Okay, das wäre die erste Nummer. Das ist Ostern. Das sind Osterstandschablonen. Kann man als Schüttelelement nutzen. Kann man aber auch als Box nutzen. Also wenn ich das dann hier so ausstanze, dann so rum. Werde ich auf jeden Fall mit euch machen. Ostern ist zwar schon fast vorbei, aber Ostern kommt jedes Jahr. Ja, und da haben wir halt eben verschiedene Teile. Da haben wir Augen, da haben wir Nase und Mund. Das könnten Schnabel sein. Das könnten Füßchen sein. Und ja, hier sind Häschenfüßchen. Da haben wir die Hasenohren. Das könnten die Flügel sein. Das könnten auch Flügel sein. Oder Pfoten, Hasenpfoten. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber ich fand das Set so süß und ich habe so wenig zu Ostern. Von dem her kommt es gerade recht. So, da bin ich jetzt auch schon länger drum rumgeschlichen, beziehungsweise um einen. Die haben viele. Die haben wahnsinnig viele von diesen. Das war übrigens diese Nummer. Die haben wahnsinnig viele von diesen. Ich sage jetzt mal Binder-Seiten. Ich bin lange drum herum geschlichen, weil ich nicht wusste, in welchem Ding. Es gibt ja A5, A6 und Personal. Und dann habe ich aber wenn nachgelesen, es stehen ja die Maße und so dabei. Dann habe ich wenn nachgelesen und recherchiert und so. Und die passen in einen Personal. Also ich habe mir extra eine Personal bestellt. Es ist ja nicht so, dass ich mein Zeug nicht verwenden möchte. Ja. Die passen in ein Personal. Und zwar war mein Gedanke auch, und da ich jetzt weiß, dass die reinpassen, werde ich mir die anderen, was sie noch haben, bestellen. Weil ich find die so toll von der Aufmachung her. Und zwar ist mein Gedanke, ich habe ja zum Beispiel hier so Notizen drin, da ist jetzt nichts Schlimmes, da stehen jetzt Adventskalender und ne, meine Tausch. Und das war eben mein Gedanke, dass ich das dann so in Kategorien mache, das ist ja völlig egal, aber dass ich dann so Kategorien mache und dann halt meine To-Dos, meine Planungen, so eine Art, ja, Bastel-Journal machen, Bastelbinder. Und ja, auf jeden Fall werde ich mir gleich noch welche ordern, weil ich finde die so cool. Wie gesagt, die standen schon länger auf meiner Wunschliste, aber ich hatte Schiss, bin ich ehrlich. Ja, da hat man einmal quasi diese Seite.
Dann kann man hier noch dann als Add-on das ranmachen oder separat stanzen oder so. Werde ich auf jeden Fall noch mit euch testen. Dann habe ich eine Kaffeekanne, Kaffeeduft. Dann habe ich hier die Lochverstärkungsringe, einen Löffel Kaffee-to-go-Becher. Dann kann, ne, finde ich auch sehr cool, diese Kaffeebohnen kann man prägen. Kaffeetassen. Dann habe ich hier eine Kaffeetasse von oben. Was ich cool finde, man kann jetzt dann dieses Teil, ne, Kaffeetasse ausstanzen, ein bisschen mit Distress Oxide bearbeiten, wie wenn es Kaffee wäre. Und könnte man das hier dann ausstanzen, wie wenn es der Barista so reinkippt. Oder eben als Herzform. Oder den Kaffeeswirl. Was man auch hier noch machen könnte, wäre ein Keks. Also so eine helle Farbe ausstanzen, so als Keksteig. Das dann in Rot noch ausstanzen, dann hätte man quasi einen Kaffeekeks dazu. Ja, das ist quasi ein Aufleger, aber man könnte den auch so als Unterteller benutzen. Ihr versteht? Oder als Platzdeckchen oder wie auch immer. Dann haben wir hier nochmal Kaffeebohnen, Marshmallows, man könnte ja auch einen Kakao draus machen. Marshmallows. Und es gibt ja Kaffee, Eiskaffee, wo dann Eiswürfel drin sind. Ne, so richtiger Eiskaffee. Nicht so wie wir den trinken, sondern ich glaube in Frankreich wird der mit richtigen Eiswürfeln getrunken. Schießt mich jetzt tot. Aber allgemein, nicht nur für Binder-Sets, finde ich dieses Set richtig cool. Damit will ich auf jeden Fall ein paar verschiedene Sachen basteln. Kommt alles, kommt alles. Ich verwende mein Zeug ja früher oder später. So. Dann bin ich hier, das ist diese Nummer. Bin ich mega gespannt. Es ist wieder eine Box. Boxen sind ja manchmal so schwierig. Das wird auf jeden Fall so eine Art Milchkarton, aber mit Schubladen. Das werden, glaube ich, die Schubladen hier. Was ich auch cool finde, ist, dass wir zum Beispiel hier Nummern haben. Da wäre zum Beispiel die Nummer 1. Das wäre die Nummer 2. Ganz klein steht es drauf. Ja, das könnte jetzt die Nummer 9 sein, hier oben. Da haben wir 7, 8, 10. Also, das finde ich cool, dass man das nach und nach wegbasteln kann. Also, ne? Ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Aber ich bin echt gespannt, ob die was werden, weil Boxen ist ja nicht immer so Glückssache. Aber ich versuche das Beste draus zu machen. Aber vom Bild her fand ich das echt interessant. Milchkarton mit Schubladen. Knister, knister, knister. Ah, irgendwo hängt sie. So, da habe ich wieder genug zum Vorstellen und zum Verbasteln. Und was ich dann auf jeden Fall gleich machen werde, ist auf die Globalent-Seite gehen und mir die ganzen Binder bestellen. Die Trendblätter. Und dann habe ich mir mit dieser Nummer ein Stempelset bestellt. Ich finde Drachen unglaublich toll. Ich finde es ein unglaublich tolles Fantasiewesen, Fabelwesen. Aber ich finde die teilweise schwer zu verbasteln. Ich liebe Drachen. Ich habe 2 3D-Bilder mit Drachen hier hängen und 2 Puzzle mit Drachen. Wie gesagt, ich liebe diese Drachen. Aber ich finde die halt unglaublich schwer zu verbasteln. Allerdings, wie ich die hier gesehen habe, ist mir sofort eine Idee eingefallen. Und zwar sind die nicht nur komplett schwarz, sondern die haben hier im Endeffekt noch so ein Leben in den Flügeln drin. Ich hoffe, ihr seht. Und da habe ich gesagt, oh ja, sofort Idee, nimmst du mit. Bei dem kann man das schlecht erkennen. Ah, da bin ich echt gespannt, wie die stempeln und wie das dann zum Schluss aussieht. Da bin ich echt gespannt. Ja, das war es jetzt erstmal. Wie gesagt, ich werde jetzt noch ein paar von diesen Trendblättern ordern. Ah, schlimm. Aber da ich jetzt weiß, dass die da reinpassen. Okay, meine lieben Kreativlinge, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund und bye bye.